Lappland, Schweden. Nahe des nördlichen Polarkreises macht das Dorf Vullerim auf sich aufmerksam. Die Bewohner beweisen, dass offene Geschäftsmodelle basierend auf lokalen Crowd-Economies den Unterschied machen können. Zwischen 1950 und 1970 wurden mehrere Wasserkraftanlagen im Bezirk Vullerim aufgebaut. Zu dieser Zeit erreichte die Bevölkerung etwa 3000 Einwohner. Nach der Fertigstellung verließen viele Arbeiter mit ihren Familien den Ort, um woanders zu arbeiten. Zusätzlich baute das Wasserkraftanlagenunternehmen in den frühen 1990ern drastisch Stellen ab, was in einer großen Abwanderungswelle resultierte. Bedenken wegen der stark abnehmenden Bevölkerung, Geschäftsschließungen und verlassene Gebäude entfachten ein unternehmerisches Engagement in Vullerim. Zuerst schloss sich eine Gruppe von mehr als 100 Dorfbewohnern zusammen, um den Baumarkt zu retten. Dieses regionale Geschäftsmodell mit mehreren Eigentümern wurde das Vorbild für viele andere Firmen im Dorfbesitz. 2006 eröffneten 140 Dorfbewohner das geschlossene Hotel wieder. Ehrenamtlich renovierten sie es und verwandelten es in ein pulsierendes Hotel mit lokaler Note. Um Tourismus in der Gegend voranzubringen, wurde die gemeindeeigene Ökotourismusfirma Lappland Vullerim Limited gegründet. Das Unternehmen vermarktet Aktivitätspakete wie Go-Kart-Fahren, Nordlichttouren, Eislaternenbauen und lokale Dinnerpartys. So können die Besucher durch das Einbeziehen der Ressourcen von 50 lokalen Miteigentümern den wahren Geschmack vom Leben nahe des Polarkreises kosten. Aber es ist nicht nur die große Vielfalt an Schlüsselerlebnissen, die das Unternehmen auszeichnen. Es ist auch ihre Kosten- und Einnahmestruktur. 100% der Gewinne werden zurück in das Wachstum und die regionale Wirtschaft investiert. Das Erfolgsrezept des Geschäftsmodells ist das Verständnis, dass jeder Miteigentümer durch seinen Beitrag am Gemeinschaftsunternehmen profitiert und indem das Kollektiv wächst, steigt auch die eigene Chance, an einem lebendigen, attraktiven Dorf teilzuhaben. Mit dieser solidarischen Mentalität kann jedes Dorf in Europa seinen eigenen Weg finden, die Gemeinschaft zu stärken und neue Werte zu schaffen.